Wie schaut's aus mit Rüstungen? Hier kommt da ein bisschen wenig rein. Wie jetzt? Die müssen das... Du mieser Kleiner! Boah, ich pack's nicht! Der hat mir meine ganze Produktion lahmgelegt, weil der... Könnt ihr das aufbuddeln? Ich pack's nicht! Das gibt's doch nicht! Dieser kleine Miese! Der hat das hier auch weggebuddelt! Das ist ja das Dreisteste, was ich jemals... Die müssen jetzt mal außen rumlaufen, dort werden die jetzt mal abgeballert. Boah, das fass ich nicht. Oh, Mann. Kann ich irgendwie ein Torhaus hinmachen? So, habe ich jetzt... Nein! Ach, du bist so... Mann! Das macht er mit Absicht. Der blöde Wichser. So, jetzt mache ich hier nochmal eins hin. Und wehe, wehe, du buddelst dir noch irgendwas auf. Ich brauche doch Eisen für meine Produktion. Jetzt nimm doch die Kacklanzenträger weg. Junge! Hör auf, mich wahnsinnig zu machen. Nee, oder? Ey, du buddelst hier nicht mehr rum. Das reicht jetzt langsam. Ich kann dir doch nicht deine ganze Burg mit Zugbrücken zupflastern, damit ich hier was machen kann. Warum schießt du nicht? Hallo, mein Freund. So beteilige dich am freudigen Schießfest. Ziel im Visier. Hier läuft's doch gerade so schön. So, jetzt können wir mal das Spieltempo hochdrehen. Jetzt nimm die verdammten Lanzenträger weg. Ich will dich am liebsten. Wisst ihr was? Wir benötigen mehr Pech. Der hat's drauf angelegt. Jetzt kriegt er eins rein. Und weh, die erwischt's da nicht, ey. Aber mit vollem Bogen. Tut mir leid, Schlange, aber irgendwo ist einfach genug. Kommt mal hoch. Kommt mal her da. Übrigens, jetzt wurde es doch mal nachgetestet von jemandem, von einem Zuschauer. Vielen Dank noch dafür, auch wenn ich deinen Namen jetzt schon wieder vergessen habe. Ich kann für meine spontane Vergesslichkeit irgendwie nichts. Aber es ist wirklich so, dass... Aber eins habe ich nicht vergessen, ich habe diesmal Facebook ausgemacht. Haha. Also, aber er hat es getestet und hat gesagt, dass die Kohlenpfannen anscheinend doch nicht mehr Schaden machen, wie viele Firmen. Guten Morgen, Alter. Also, habe ich es doch recht in Erinnerung, weil ich dachte, ich hätte es damals vor, was weiß ich, 8 Jahren oder so auch mal ausgetestet. Bin zum Erkenntnis gekommen, dass Kohlenpfannen nicht mehr Schaden machen. Die haben halt nur den Vorteil, dass die das machen können. Feuer gefällig. Die brennen natürlich nicht, oder? Ja. Oh, fuck. Sorry. Oh Mann, ich weiß, es ist gemein, aber ich wollte doch eigentlich bloß die Truppen da weg haben. Die sind immer noch da. Das hat nichts gebracht, guck doch mal. Irgendwie muss ich die da wegkriegen, ganz ehrlich. Ich muss meine Eisenproduktion hier. Gut. Andere Möglichkeit. Ich glaube, ich sollte warten, bis das Feuer hier ausgebrannt ist, oder? Scheiße, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nicht die ganze Burg abfackeln. Ich wollte doch nur... Ja, danke. Mensch. Na also. Ja, aber ich glaube, meine Eisenproduktion kommt hier trotzdem nicht richtig durchgelaufen, nehme ich mal an. Jetzt wollte ich hier schon Katapulte hinstellen und die Truppen hier beschießen. Wir machen uns auf. Tut mir leid. War nicht mit Absicht. Hat's ja gleich mal die halbe. Warte. Du hast dir einige Bogenschützen verloren. Ich möchte, wenn das fair sein. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Und ein bisschen Gold zur Entschädigung. Eine Nachricht. Und natürlich für die Gebäude. Der Meister lässt euch wissen, dass eure Güter eingetroffen sind. Eure Verbündeten. So. Ich hoffe, das macht es wett. Bevor mir einige Leute Unfairness vorwerfen. Wassereimer kann ich dir... Aber du sollst die Bögen schon verkaufen, die ich dir schicke. Na, ja, macht er, glaube ich, sowieso. Wo er zu viel hat, hat er, glaube ich, sowieso verscherbelt. Das wäre sowieso das Gemeine, wenn ich ihm zur Entschädigung Sachen schicke, wie zum Beispiel Bögen. Und dann... Und die Bögen werden... Und dann wird kurz darauf die Waffenkammer weggebrannt. Dann schicke ich Nahrung und dann wird kurz darauf der Grundspeicher. Ups. Oh, jetzt geht's wieder über. Das ist halt... Leute fragen mich, warum ich keine Brunnen baue. Ihr seht's, in großen Fällen, wenn das hier brennen würde, würden uns 20 Brunnen nichts helfen. Das geht einfach nicht mehr. Das überträgt sich zu oft.
schlimmer wie die Pest, so ein Feuer. Ich muss sagen, das Feuer haben die echt übertrieben gemacht in dem Spiel. Teilweise einfach Wahnsinn. Gut, aber ordentlich. Ich glaube, jetzt könnte ich mal bald wirklich gucken, dass ich einen Schwertkämpferangriff mache. Swordman Attack. Wir sind bereit. Na, ja, aber die Schlange kann sich trotzdem noch gut verteidigen hier. Auch wenn er irgendwie nichts Neues bauen kann, weil die alle sofort abbrennen. Sorry. Nochmal. Fuck. Mann, das wollte ich nicht. Die kommen echt mit Löschen nicht hinterher, ey. Weil sich das jedes Mal neu ausbreitet, sobald ein Feuer mal ein bisschen gelöscht ist. Oder? Ich glaube, jetzt hat er es unter Kontrolle. Aber die Waffenkammer ist weg. Irgendwie hat er kein Holz mehr. Moment. Bevor wir hier den nächsten Witchy haben, der nichts mehr machen kann. So in der Art. Eure Verbündeten. Bitteschön. Fang bloß was damit. Seht ihr? Marktplatz. Er hat keinen Marktplatz mehr gehabt. Das wäre jetzt ziemlich ins Auge gehen können. Kartenhaus. Obwohl, er hat die Holzfäller. So ist es nicht. Hätte aber gedauert. Warum hat die Schlange übrigens... Schon Bild für die Wirtschaft. Der hat nämlich nur hier ein Torhaus, einen Zugang. Ein zweites Torhaus oder so könnte dem echt nicht schaden. Wir sind bereit. Achtung! Aber gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Belagerung noch ein bisschen vorantreiben. Wir noch ein paar Triebbocke dazu bauen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich denke mal, die werden hier nicht angefeuert. Haben aber genug Reichweite, um hier zu nerven. Sehr schön. Sogar sehr gut sogar. Flugbahn ist berechnet. Dieses Gerät. Was da manchmal mit dem Baumeister los ist, würde mich auch mal interessieren. Ich bin sehr weit feuern, das ist sehr schön. Ich vergesse manchmal wirklich, wie derbe weit die Reichweite von den Triebwerken ist. Mal ein bisschen auf die Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Jetzt ist sein Geld leer. Jetzt bricht bald seine Wirtschaft zusammen. Das ist jetzt eigentlich schon. Dementsprechend können wir bald angreifen. Brennt da schon wieder was? Oh, wow, 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 wow. Okay, das kriegt er noch hin. Das kriegt er sogar noch hin. So ganz hochnäsig, ne? Zuerst zündet er hier seine Burg an und dann könnte er es nicht mal verteidigen. Das wäre es ja gewesen. Oh Gott. Ja, ich muss sagen, das hat was. Haben wir noch Steine? Dann laden wir mal nach. Gucken mal, dass wir noch ein bisschen weiter nerven. Da ist ein Turm. Der Meister fordert eure sofortige Unterstützung. Okay, ich glaube, ein bisschen was schicken können wir ihm schon mal. Schon rein als Entschädigung, dass wir ihm hier die halbe Burg niedergebrannt haben. Wenn ich mal durchkommen könnte. Ach was, das kriegst du doch hin, oder? Na gut. Das könnte natürlich brutal werden. Nicht, dass das die Schlange hier wegstirbt. Obwohl, dann müsste noch einiges kommen. Dass das so weit kommt. Und die arabischen Schwertkämpfer können schon nervig sein, wenn man nur Bogenschützen hat. Apropos, ich könnte ja auch mal wieder ein bisschen was Arabisches bauen hier. Vielleicht wären arabische Schwertkämpfe hier als erste Welle gar nicht mal so schlecht. Meuchelmörder? Jetzt wo die Borg-Buchmann sowieso schon so zerschossen sind, nicht unbedingt. Wackelig wie ein Kartenhaus. Sklaven in Massen? Ist auch besser die mit Sklaven. Wenn man die gleich in 100er Pack oder so produzieren könnte, zack. Okay, aber da... Auch wenn sie so billig sind, aber das draufklicken, dass man da erstmal 500 mal draufgeklickt hat, dass man halbwegs ordentliche Sklavenarmee hat. Ich könnte echt arabische Schwertkämpfer noch einsetzen als vorderste Linie. Es werden Waffen benötigt sein. Habe ich die jemals schon mal eingesetzt?
Ja, offscreen, das weiß ich noch, als ich hier nochmal nachgespielt habe. Als der PC als ich HD drauf gemacht habe, ist ja schließlich der Spielstand weggegangen. Und dann muss ich ja nochmal nachspielen, dann habe ich für manche Rushes arabische Schwertkämpfe hin und wieder genommen, wo es sich angeboten hat. Ja. Können wir die jetzt mal einsetzen? Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesehen. Ja, ich glaube, wo ich mal die arabischen. Genau, wo wir doch die Araber mal gespielt haben, in der einen Mission. Wo ich mich zum Araber gemacht habe, zum arabischen Fürsten. Da habe ich das doch so gemacht. Da hatten wir doch arabische Schwertkämpfer. Ich erinnere mich. Kommt jetzt aber noch ein paar dazu. Wenn es als erste Welle ist, bevor die nächste Angriff kommt. Der schafft es aber echt gut, sich jedes Mal wieder aufzubauen. Das ist Wahnsinn, wie die KI das jedes Mal hinkriegt. Höchst seltsam, nicht wahr? Maulai. Die Goldvorräte so. Sind zu knapp. Bringen wir die Truppen mal in Position. Arabische Schwertkämpfer, europäische Schwertkämpfer. Wir benötigen Steine. Dann lassen wir die Mang mal aufhören zu feuern. Mange bereit, Sire. Gucken wir mal, ob wir das erstmal nur mit unseren Arabischen hinkriegen können. Wir benötigen Steine. Achtung! Seid gegrüßt. Kommt, meine arabischen Freunde. Zeit. Ja, Shimibarizun oder so. Ich finde die Sprüche so cool. Kolo Hadi. Wir benötigen Steine. Los, macht das kaputt. Scheiß auf, wir benötigen Steine. Feig. Nein! Och, nee. Oh, gut, jetzt ist das wenigstens weg. Jetzt können die Europäischen nachkommen. Flambarigorum. Überall Flammen. Wir benötigen eine Nachricht vom Kalifen. Der beutet jetzt bestimmt das Torhaus wieder zu. Alter, das gibt's doch nicht. Was macht der denn? Das, wie schnell baut das denn Kackfleisch nach? Eine Nachricht vom Kalifen. Der regt mich auf, der Typ. Wahnsinn. Das wird jetzt knapp, dass das noch hinhaut. Machen wir mal ein paar wirtschaftliche Schwächen noch rein. Wir sind nämlich noch Feuerwerfer dabei. Der wird ziemlich knapp. Aber Hauptsache, ich habe den jetzt noch ein bisschen was kaputt gemacht. Selbst wenn es nicht funktioniert, soll er ordentlich leiden unter meinem Angriff. Weiß kann jetzt, ja, das wird nichts mehr. Im verdammten Feuer. Aber das kriegt man noch weg. Da soll nichts mehr stehen bei denen. Nein, macht. Naja, wegen dem Einholzfäller. So, und den zweiten Angriff überlebt der Sausack jetzt nicht mehr. Und den zweiten Angriff machen wir schnell. Schnell heißt das da. Ja, Herr. So, noch mit was verkaufen. Und nächste Welle. Ja, wenn das da nicht mehr reicht. Ich sehe schon, da hat jetzt bestimmt wieder alles nachgebaut. Und da hat jetzt wieder richtig schön viel Feuer da. Hey, geh ich ab. Bewegt euch, Hunde. Bewegung. Ui, da steht noch ein arabischer Schwertkämpfer. Ich glaube, du bist jetzt beim Zuschauen ziemlich froh gewesen, dass du nicht mitgemacht hast, was? Bewegt euch, Hunde. Das ist schon echt nervig, der Typ. Aber kein Feuer, sehr schön. Ich glaube, der ist jetzt wirklich ausgefressen. Da haben wir jetzt echt geschwächt. So gut wie es so geht. So. Gut, jetzt können wir auch endlich mal die Sachen richtig besetzen hier. Und jetzt kriegt er mal die Schlange, deswegen auch ein bisschen mehr Feuerunterstützung. Mein Meister gratuliert euch zu eurem Triumph. Dankeschön. Im Laufschritt. Das können wir eigentlich auch genauso gut bei Listen wieder hinstellen. Das heißt ja wieder, einmal. Ein erträglicher Aufwand. Euer Gnaden, gebt uns eine Aufgabe. Verlagerungsgeräte bemannt. So, jetzt können wir uns langsam um die Herren da oben kümmern. Hm? Hm.
Mehr Armbrustschützen sind nicht schlecht. Es werden Waffen benötigt. Wenn es nur darum geht, die Gegner hier wegzuballern. Der drittgrößte Herrscher. Was können wir denn hier einsetzen? Belagerungsturm bringt hier. Obwohl, erst die Mauer wegmachen und dann mit Belagerungsturm vor- und aufräumen auf der Mauer. Dafür brauche ich auf jeden Fall Streitkolbenkämpfer, weil die sind schnell auf der Mauer. Dann ist dort alles weg. Wird schön außenrum aufgeräumt. Rein theoretisch könnte ich sogar. Das wäre sogar noch geiler. Scheiß auf Streitkolbenkämpfer. Ich schicke da meine Armbrustschützen hoch. Die sollen von da oben den Rest wegschießen. Genialer Plan. Gut, euch brauche ich nicht mehr. So ein Ballen rauskommt, wie die Katzen immer ausspucken, so ein Wollballen. Dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wie können wir helfen? Gut, dann machen wir mal einen Belagerungsturm. Machen wir sogar zwei. Für jeden Fall. Und ja, unsere restlichen Streitkolbenkämpfer können wir dann dafür einsetzen, dass die Mauer vorne weghacken, das Feuer auslösen und schon mal den ersten Weg freimachen. Bereiten wir uns schon mal ein bisschen vor auf den Angriff. Und los! Und marsch! Wir sind bereit. Wir werden die Mauer schon Gold leer. Gold leer. Das Volk huldigt. Oh, Steuern, stimmt ja. Geht ja auch noch mehr. Das Volk huldigt. Oh, Moment, Husten. Fließt in die Schatzkammer sein. So. Es werden Waffen benötigt sein. Wir sind bereit. Achtung! Das sieht ja ziemlich leer aus. Es werden Waffen benötigt. Wie komme ich nur auf solche Gedanken, was? Aber trotzdem, schaut leer aus. Es sind Leerstellen, überall Leerstellen. Wir folgen euch. Das Arbeitsamt kriegt doch die Krise. Vorwärts, Männer! Na gut, die Bundesagentur für Arbeit, wie sie sich doch so schön schimpfen. Wisst ihr, was cool wäre, wenn man Truppen auf Belagerungstürme setzen könnte? Wenn es eben nur vier, so sechs Stück wären oder so, dass die schon mal da oben sind und von dort aus schießen. Das wäre geil. Belagerungsturm bereit, Sire. Ach, die Schlange macht aber auch keinen schlechten Job. Da die Schlange auch Katapulte einsetzt, könnte ich die jetzt doch eigentlich ansetzen darauf. Verbündeten. Bitteschön. Eine Nachricht der Schlange. Mein Meister zeigt sich einverstanden. Gleich das Tor auf. Gut, dann bin ich mal gespannt. Yeah, sehr schön. Dann nutze ich ihn noch nebenbei als Ablenkung. Dann versuchen wir es jetzt. Ein bisschen vorzeitig. Wir sind längst eigentlich noch nicht so richtig so weit, aber wir müssen es versuchen mal. Weil, hey, so schlecht ist es noch nicht mal. Guck doch mal, was der hat. Mit seinem Katapulten. Und marsch! Fuck, was zum Teufel? Ja, gut. Vorwärts. Ja, also es ist echt ansehnlich sogar, was der da hat. Ein bisschen ein Stück zurück. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. So, jetzt wird gleich bestimmt Feuer ausgelöst, oder? Ja. Ja. Jetzt kommen hier noch Schwertkämpfer dazu, ich pack's nicht. Und eine Angriffsarmee vom Sultan. So. Nächstes die Belagerungstürme. Ich habe auch so diesen blöden Verdacht, dass die Armbrustschützen da auch gar nicht ankommen rechtzeitig. So. Was soll ich jetzt noch großartig tun? Die Schwertkämpfer vorschicken, dass sie ein bisschen Feuer auf sich ziehen und dass sie schon mal vielleicht hochlaufen. Und dann gucken, wie ich das hier mit den Armbrustschützen mache. Achtung! Mit Glück funktioniert mein Plan, muss aber nicht. War jetzt ein bisschen eilig mit geringer Truppenanzahl. Ich bin mal gespannt. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Fuck, was zum Teufel? Im Lauf! Die haben ja nochmal Feuer ausgelöst oder sowas. Steigt. Nicht gut. Aber die Belagerungstürme stehen noch und wahrscheinlich lässt die auch irgendwie in Ruhe. Gut, ich brauche jetzt irgendwelche schnellen Truppen, die dort vorne hinkommen.
zur Stelle. Und am besten noch ein paar Tribocke. Dann schieße ich die Mauer mit dem Tribock weg. Zwei Stück müssen reichen. Euer Gnaden, was soll konstruiert werden? Machen wir mal ein bisschen Taktik heute. Und dann schicke ich schnell Streitkolbenkämpfer hoch. Was natürlich auch nützlich wäre, wären Meuchelmörder. Die müssten da nicht extra hochklettern und die wären teilweise unsichtbar. Die Meuchelmörder schauen wir uns mal beim Sultan näher an. Machen wir es da mal. Aber jetzt erstmal bei dem mit Streitkolbenkämpfern schnell hoch. Rüster der Verteidigung ausschalten und dann die Armbrustschütze hochschicken. Der Plan ist an sich gut. Finde ich. In der Umsetzung hapert es bloß gerade noch. Ja, wir spielen auch auf höchster Geschwindigkeit, also sind unsere Reflexe nicht so gut, aber ich möchte jetzt nicht schummeln. Es reicht ja schon, dass ich am Anfang so regelrecht schummel und die Spielgeschwindigkeit immer so manipuliere. Dann möchte ich das jetzt nicht auch noch machen. Bei den Angriffen. Ein bisschen Fairness muss ja trotzdem sein gegenüber den Computergegnern. Eure Beliebtheit sinkt. Oh ja. Es werden Waffen benötigt. Ja, endlich. Wahrscheinlich von Speicher wieder leer. Es wird eine geringe Truppenanzahl, aber das macht es dann doch interessant, wenn man mal mit geringen Truppenmengen was erreicht. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht aus Versehen irgendwie meine Sire. So, ihr zieht wieder ein bisschen Feuer auf euch. Und ihr geht hoch. Wir werden überfallen. Bewegung! Zur Stelle! Oh, ich muss aufpassen. Verdammt, das war so klar. Das war so verdammt klar. Und jetzt ist wieder die Mauer zugebaut. Eine Nachricht vom Kalifen. Ach was, ich soll mich vorsehen. Vor was? Vom Feuer? Mensch, das Kind sagt los. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da Feuer ist. Geht doch hoch. Genau, nein, hoch. Über die Mauer drüber. Alles kaputt hauen. Und ihr geht auch hoch. Direkt nachfolgen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Nein! Verdammt, schießt das wieder weg. Schießt das wieder auf. Ja, ist offen. Mach weiter. Du musst nicht aufhören. So. Sehr schön, das hat schon mal funktioniert. Bitte, Kalif, bau mal wieder die Mauern nach. Meine Truppen kommen nicht mehr hoch. Aha, geht doch. Ist schon ein bisschen dreist, aber egal. Dreistheit siegt. Sehr schön, dann hätten wir das geschafft. Wow, was zum Teufel? Mit ein bisschen Geschick schafft man so einiges. Bitte nicht gehen, liebe Freunde. Ich brauche euch doch alle noch. Ich brauche mehr Truppen. Jetzt habe ich nämlich keinen Melee mehr. Doch da vier Stück. Mal gucken, ob es reicht. Dürfte eigentlich reichen, rein theoretisch. Solange hier nichts mehr nervt. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas nervt. Wir halten jetzt alles voll unten. Oh, schon wieder Husten, Moment. Moment mal, bis wir den doch mal nieder haben. Machen wir das doch so. Hier reichen noch nur ein paar, um den unten zu halten. Der Rest kann doch mal dahinter schauen. Dort gibt es nämlich ein kleines Schützenduell gegen den Sultan. Da wird er auch gleich ein bisschen geschwächt. Nutzen wir doch gleich die Anlagen des Feindes. So gut es geht. Ist schon gemein, oder? Eine Nachricht vom Kalifen. Bleibt meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Bleibt fern! Vorwärts. Wie ein Kartenhaus. Dann bereiten wir schon mal alles für die Hinrichtung des Sultans vor. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Nur jetzt habe ich das Eisen verkauft. Na egal. Wir machen jetzt eben Meuchelmörder. Es werden Rekruten benötigt. Ehrenhafte Leute meucheln Mördern ihre Gegner noch weg. Ja, das ist jetzt ein neuer Fachbegriff, den habe ich jetzt erfunden. Meuchelmördern. Gegner wird gemeuchelmördert. Ihr müsst doch nicht flüstern.
Da kommt ein Bogenschütze von der... Wow, ich hab den ja gleich niedergeschossen. Eine Nachricht vom Kalifen. Fuck. Ich werde es euch schon zeigen. Nein, nicht die Anlagen weg. Och, nö. Ja, ich lasse euch trotzdem mal da stehen. Möchte mir da euer Einsatz. Eine Nachricht der Schlange. Mein Meister gratuliert euch zu eurem Triumph. Bitte. Aber ich glaube, noch eine Mission kann ich jetzt in dieser Aufnahme nicht machen. Aber gut, für euch macht es ja keinen Unterschied. Ich kriege ja sowieso jeden Tag eine zu sehen. Ich habe jetzt schon an 3 Tagen hintereinander aufgenommen, weil ich eine Nachricht jetzt die nächsten 1-2 Tage zu nichts komme. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Aber damit dürfte das jetzt wohl reichen. Für den Stress, den ich jetzt die nächsten Tage habe, da kann ich nämlich weniger aufnehmen. Aber wie gesagt, ihr werdet den Unterschied eh nicht merken. Ihr seht ja eine Folge nach der anderen. Na, nur alles klar. So. Och, Schlange. Nee, du schießt mir jetzt meine Meuchelmörder kaputt. Die brauche ich noch. Mal schön das Tor aufmachen, meine Freunde. Macht mir hier schön alles auf. Kaputt. Mach den Rest hier tot. Richtig. Hier noch kaputt machen. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir mal Schluss. Jetzt reicht's. Ich mache Schluss. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. Rosenkrieg. So auch der arme Sultan. So, das war mal ein ziemlich taktischer Kampf, was? Sieg! Ja, sowas kann ich auch. Wenn ich gerade will. Und wir haben die meisten getötet, wenigsten verloren, das meiste Gold gemacht, die meiste Nahrung produziert, Holz, wer braucht schon Holz, das meiste Stein gemacht, das meiste Eisen, Pech, ach, Waffen, wer braucht schon Waffen, meiste Bevölkerung, meisten Gebäude zerstört hat der Kalif, da hat die ganze Zeit die Schlange niedergebrannt. Wenn es um Schlangen niederbrennen geht, dürfte ich eigentlich auch ein paar Gebäude mehr drauf haben. Erstellte Truppen, ja, leck mich doch. Ein weiterer Beweis unserer taktischen Überlegenheit. Wir haben alle besiegt. Na gut, bis auf die Schlange. Aber wie viele Truppen der erstellt hat? 1632. Na gut. Arabische Nächte. Tänzerin. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich verarschen, oder? Leichter geht's doch gar nicht mehr. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir haben 2 Verbündete, Schwein und Schlange. Gut, die stehen hinter uns, klar, aber trotzdem decken die uns ein bisschen da vorne. Im Endeffekt müssen wir bloß hier gegen den Saladin den Sultan bestehen. Der Sultan ist weniger ein Problem, vielleicht der Saladin, aber wir haben ja wirklich noch 2 Verbündete, die uns unterstützen. Aber wie gesagt, das machen wir das nächste Mal. Ich bin jetzt so zeitlich ein wenig angespannt. Gut, dann danke ich mal wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Aufnahme zu Let's Play Stronghold Crusader. Wow! Obligatorische Abwehren. Zu Let's Play Stronghold Crusader, dem Kreuzzugmarsch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye.